Ich hätte nicht damit gerechnet, einer von Ihnen an Bord dieses Schiffes zu begegnen. Das sollte euch nicht verwundern, Hierarch. Meine Schwestern und ich sind einzigartig. Von Geburt an wurden wir dazu ausgebildet, die vollkommene Beherrschung der Kala zu erreichen. Ich habe die Kala in ihrem gesamten Ausmaß erkundet, das unendliche Spektrum an Emotionen und Erinnerungen ergründet. Aus diesem Grund wurden wir dazu ausgewählt, uns in Stasis zu begeben, auf dass wir euch in eurer dunkelsten Stunde den Weg weisen. Eure Schwestern befanden sich an Bord anderer Archen? Das bedeutet, sie sind... eins mit der Kala, gefallen, als die Zerg Ayur überfielen. Ich weiß, was passiert ist. Ich spüre das Verhängnis, das über uns hereingebrochen ist. Mehr, als ihr vielleicht denkt. Auf euch lastet eine schreckliche Bürde, Rohana. Und doch ist es meine Bestimmung, sie zu tragen. Mir zugewiesen in weiser Voraussicht von jenen, die einst dieses Schiff konstruierten. Ich vertraue ihrer Weisheit, Hierarch. Ich werde meine Bestimmung erfüllen, so wie ihr die eure erfüllen müsst. So. Die obersten Bewahrerinnen. Ich kenne nur die Geschichten über. Okay, das sollte auch nur dasselbe. Okay, Archiv ist das Übliche. Und schauen wir auf der Brücke wieder vorbei. Meine dunklen Templer verfolgten den Angriff auf Ayur, als die Verbindung unterbrochen wurde. Dann öffnete sich das Warp-Tor. Was ist vorgefallen, Atanas? Amon nutzte die Kala, um die Templer unter seine Kontrolle zu bringen. Ich fühlte, wie seine Wut mich erfüllte. Doch ich war machtlos dagegen. Zeratul fand mich. Er erkannte, was passiert war. Und... ja. Es gelang ihm, mich zu befreien. Doch er bezahlte dafür mit dem Leben. Er fiel durch meine Hand. Es war Amons Werk, nicht das eure. Zeratul versuchte, mich zu warnen. Doch ich hörte nicht auf ihn. Er starb durch mein Verschulden. Und sein Tod mindert der Sterne Glanz. Egal, ob Amon den Streich führte oder nicht, die Bürde, die ich trage, wiegt schwer, Matriarchin. Ja, das Zeratul umgebracht, du Sau. Ich hasse dich. Ah, ich hasse Blizzard ein bisschen mehr. Karax, selbst ohne das Licht der Kala kann ich eure Trauer und euer Leid spüren. Bereitet euch die Speer des Adun keine Freude? Genau das ist es, Hierarch. Ohne die Kala fühle ich mich blind. Ich erkenne weder eure Gefühle noch die wahre Tiefe eurer Gedanken. Ich kann nicht auf das Wissen anderer Phasenschmiede zurückgreifen. Ich bin allein. Ich spüre diese Isolation ebenfalls. Es ist, als wenn ich hilflos im Vakuum des Weltalls schweben würde. Aber ihr seid nicht allein, Bruder. Kaum zu glauben, dass die dunklen Templer diese Existenz seit so langer Zeit ertragen. Die kommenden Tage werden nicht einfach werden. Ihr habt recht, Karax. Wir können uns nicht mehr auf die Kala verlassen, aber dennoch sind wir eins. Wir werden standhalten. Es gibt keine andere Option. Gut, genug Smalltalk. Gib's auf die Fresse. Die Zerg drohen Talematros zu überrennen. Die Evakuierung ist stark gefährdet. Wir brauchen dringend eure Hilfe, Hierarch. Na, dann schauen wir doch mal. Wer schaut mir eigentlich noch so zu? Ich habe gerade gesehen, dass Keule sich gemeldet hat. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Ansonsten. Amons Zergbruten haben sich über ganz Shakuras ausgebreitet. Nur der südwestliche Quadrant von Talematros ist noch in unserer Hand. Und auch er wird nicht mehr lange standhalten. Wir müssen unser Volk in Sicherheit bringen. Doch die Starthangars sind von Verseuchung überzogen. Wir müssen Bodeneinheiten losschicken, um sie zu säubern. Sobald die Hangars gesäubert sind, können unsere Schiffe über die planetare Warp-Verbindung sicher entkommen. Die Starthangars werden gesäubert. Euer Volk wird überleben, Matriarchin. Das schwöre ich.
In dieser Schlacht werdet ihr die Hilfe meiner dunklen Templer benötigen. Sie können unerkannt aus den Schatten zuschlagen. Ich weiß. Das ist ultra geil. Ich sonne mich im Zwiebel. Clever. Ich bin die Klinge der Neosie. Ich registriere einen sich öffnenden Dimensionsspalt in der Nähe eurer Position. Bitte, was soll das denn? Bitte. Bei den Göttern, ergreift die Warp-Verbindung an. Karax, sind die Waffensysteme der Speer des Adun funktionsfähig? Der Orbitalschlag ist einsatzbereit. Beginnen mit der Zielerfassung. Ah, das Ding hat doch große Kanonen. Moloch ist geschwächt. Krieger, versetzt ihm den Todesstoß. Hierarch, Orbitalschläge können jetzt über die Kommandokonsole an Bord der Speer des Adun eingeleitet werden. Vernichtet. Doch all das wird umsonst sein, wenn wir die Starthangers nicht rechtzeitig von der Verseuchung befreien. Ja, ich hab das schon verstanden. Ich bin schon dabei. Ich könnte dich schon leicht nerven. Sauber. Ich bin lediglich ein Schatten. Ich füge mich. Ich bin die Klinge der Neosie. Vorsicht, die Sporenkrabbler und Overseer voraus können eure dunklen Templer aufdecken. Diese Einheiten solltet ihr zuerst ausschalten. Lediglich ein Schatten. Ich sonne mich im Zwielicht. Faszinierend. Clever. Ich komme aus den Schatten.
Die Zerg bewegen sich auf unseren Nexuspunkt zu. Bereitet euch auf ihren Angriff vor. Was was verlangt ihr? Matriarchin Vorazun, der erste Starthanger wurde gesäubert. Fahrt mit der Evakuierung fort. Khartoum. Dunkelheit bricht herein. Ich mach's mal so. Was verlangt ihr? So, ganz gut. Das haben wir alles, das haben wir alles. Artanis, Talemantros wird durch mehrere Energiegewölbe gespeist. Wenn es euch gelingt, sie zu erobern, gehören die Reserven euch. Der Abschluss von Bonuszielen hilft mir dabei, die Energieversorgung der Speer des Adun zu verbessern. Wir sollten sie einsammeln, Hierarch. Ja, ich mache es zurückgekehrt. Dann machen wir weiter. Ein zweiter Moloch. Die Warp-Verbindung wird angegriffen. Klinge der Nerazim. Ich bin lediglich ein Schatten. Faszinierend. Khartoum. Im Namen der Lehre. Clever. Ich bin wenig. Ja, ein bisschen schon das immer. Der Moloch wurde vernichtet. Lasst uns diese Gelegenheit nutzen, um die Starthangars zu säubern. Stimmt, das wollte ich noch machen. Ihr erbittet unsere Dienste. Was verlangt ihr von uns? Ich bin zurückgekehrt. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Durch deren Versorgung werden wir in der Lage sein, neue Krieger auszubilden. Ja, ja, ich hab schon kapiert. Verteilen wir mal ein bisschen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja. Was verlangt ihr von uns? Im Namen der. Machen wir weitermachen. Ich bin. Von den Fetten gibt es wahrscheinlich viele. Immer mal wieder. Wahrscheinlich immer wieder, wenn ich was befreie oder einen bestimmten Punkt erreiche. Ich füge mich.